Wir bei der MVE Autoteile haben uns in den letzten Jahren entwickelt vom reinen Werkstatthändler hin zu einem vollumfassenden IT-Dienstleister für unsere Werkstattkunden. Vertriebsplattformen haben wir neu geschaffen, digitale Verkaufslösungen produziert. Und so sind wir im Grunde genommen von einem reinen Händler hin zu einem umfassenden IT-Supporter gewachsen. Ich glaube, einer der wichtigsten Faktoren sicherlich ist, zu den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mein Vater war immer sehr bodenständig. Er hat versucht, auch das verdiente Geld zusammenzuhalten. Er hat nicht, wie viele andere, auf sehr schnelle Expansion gesetzt, sondern er hat in eigene Standorte investiert, hat damit ein sehr stabiles Fundament für die Firma geschaffen. Von der Kapitalseite her, was uns heute auch schon mal in schwierigeren Zeiten eine große Stütze ist und uns Stabilität schafft. Also wir haben derzeit ca. 50.000 verschiedene Autoteile und Werkstattverbrauchsgüter auf Lager. Für uns war sehr wichtig, dass wir eine hohe individuelle Gestaltungsmöglichkeit hatten, dass wir das Raumvolumen möglichst vollständig ausschöpfen konnten und dass uns die Firma Netcon auch eine Vielzahl von Präsentations- und Lagerungsmöglichkeiten geboten hat, sodass wir eben nicht nur einfache Regalböden haben, sondern individuell anpassbare Aufbewahrungslösungen. Also wir sind hingegangen und haben versucht, das Lager von Anfang an so zu organisieren, dass die Umschlagshäufigkeit der einzelnen Waren entscheidend war für den Lagerort, also die Renner dorthin, wo am schnellsten und besten kommissioniert werden kann, und die Teile, die längerfristig und seltener benutzt werden, natürlich weiter weg gelagert werden. So haben wir uns also konsequent auf den Kommissionierprozess eingerichtet. Darüber hinaus haben wir eine Systematik entwickelt, wie wir lieferantenbezogen Gruppen bilden können, sodass also die Wege bei einer Lieferung eines Lieferanten möglichst kurz und effizient gestaltet werden kann. Also wir setzen sehr, sehr stark auf Kundenzufriedenheit, sehr enge Kundenbindungen, und wir versuchen das über ein sehr motiviertes Mitarbeiterteam zu gewährleisten. Sicherlich ganz wichtig ist auch die Kompetenz. Wir schulen sehr intensiv unsere Mitarbeiter, sodass unsere Kunden zufrieden sind mit unserem Auftritt. Und vor allen Dingen, wir halten, was wir versprechen. Das ist sehr, sehr wichtig. Zuverlässigkeit in unserer Branche schlägt manchen anderen Punkt. Also wir hatten von Anfang an eigentlich das Gefühl, hier bei der Firma Netcon gibt es für uns, die MVE Autoteile, immer die passende Lösung. Wir haben im Vorfeld eine wunderbare Einführung bekommen. Wir haben eine gute Beratung bekommen. Wir konnten individuelle Anpassungsmöglichkeiten umsetzen und, wie man sieht im Lager, natürlich auch vielfältige Aufbewahrungsvarianten gestalten. Also wir standen unter enormem Zeitdruck, und ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat die Firma Netcon eine überzeugende Gesamtleistung abgeliefert. Besser kann man das unter den Schwierigkeiten, die jeder Prozess irgendwo mit sich bringt, eigentlich nicht lösen. Es gab für jedes Problem eine Lösung.